Käffchen gefällig? Ah, das ist wohl somit die einzige Funktion, die dieses Werkzeug noch nicht beherrscht, auch wenn es ein bisschen aussieht wie eine Kaffeemaschine, aber es wird dran gearbeitet. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Werkzeug TV, heute aus unserem Alfra-Studio. Und bei mir zu Gast ist Tobias Pfeffer, Produktmanager bei der Firma Alfra. Hallo. Hallo Herr Wolf, grüß Sie. Bevor wir zu unserem pickepackevollen Studio kommen, vielleicht erzählen Sie ganz kurz, ich glaube, jeder hat ja schon mal mit der Firma Alfra zu tun gehabt, der in irgendeiner Form Löcher gebohrt hat, ja. Aber vielleicht erzählen Sie dann mal ganz kurz, worum geht es bei Ihrem Unternehmen ganz genau und Gerne. Wie lange gibt es sie schon? Klar. Die Firma Alfred Reit GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation und wir produzieren unsere gesamten Maschinen an 4 verschiedenen Standorten in Deutschland. Wenn man uns fragt, was wir machen, so antworten wir machen Löcher. Mhm. Ganz besonders für den Bereich Metallbau und Materialstärken von 0,8 bis 100 mm für Lochen, Stanzen, Bohren. Okay. Um Löcher bohren geht es heute auch. Dazu haben Sie uns eine ganze Menge mitgebracht. Was ist das genau? Eine Kaffeemaschine ist es ganz bestimmt nicht. Nein, ist es nicht. Zum 100-jährigen Bestehen unserer Firma haben wir unseren Kernbohrmaschinenbereich um eine zusätzliche Innovation erweitert. Und mitgebracht habe ich Ihnen heute die RBX-Familie. Mhm. Das heißt von klein nach groß die RB35X, die RB50X und die RB80X. Mhm. Für was stehen die Zahlen genau? Die Zahlen sind für den maximal einsetzbaren Kernbohrdurchmesser. Okay. Die Zahlen wissen wir jetzt. RBX wird mich noch interessieren. RBX, ja. Für was steht das? RB steht für Roter Best und ist seit Einführung der ersten Alfra-Kernbohrmaschine vor ca. 35 Jahren eine eigenständige Marke, welche für einen Leistungs- und Qualitätsstandard steht. Und das X an der Maschine ist der gesamten Tastatur nachempfunden, welche an ein X erinnert. Mhm. Vielleicht kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf die Tastatur, denn das ist auch so ein bisschen das Herzstück der Maschine. Auf jeden Fall. Das X in der Namensgebung ist der Anordnung der Tastatur nachempfunden, mhm. wie einem X hier, halt mit Motor, Magnet jeweils ausgestattet und hat eben den Vorteil, wir haben sie auch etwas weiter in das Gehäuse hineinversetzt, gerade falls man wirklich im praktischen Alltag mal bohren sollte und die Maschine anfangen sollte zu kippen. Mhm, okay. Kann sie nach vorne fallen, aber die gesamte Tastatur wird nicht beschädigt. Das heißt, da kann nichts abbrechen, falls sie wirklich mal... Nein, definitiv nicht. Kann auch nichts kaputt gehen. Mhm. Zusätzlich ist die Tastatur gegen Schmutz und auch gegen Feuchtigkeit resistent, weil sie vollflächig verschlossen ist. Okay, also wir haben hier sozusagen die X-Men der Firma Alfra stehen. Richtig, ja. Es gibt hier hinten, das sehe ich noch, was Kleines Verstecktes, so ein kleines Fach, ist aber wahrscheinlich nicht fürs Trinkgeld gedacht. Nein, ist unser kleines Geheimfach, denn man kennt es gerade im praktischen Alltag wiederum, wenn ich zum Beispiel auf der Baustelle bin und ich möchte gerne vorne an der Spindel das Werkzeug wechseln, dann fehlt mir der passende Inbusschlüssel. Das heißt, entweder liegt der im Koffer oder im Auto, ich habe ihn jedenfalls nicht dabei. Und dafür haben wir eben hier dieses Geheimfach etabliert, was die Inbusschlüssel durch einen Magneten hält. Mhm, okay. Was jetzt noch auffällt, ist, hier ist so ein kleines LED-Lämpchen dran. Ja. Welche Funktion hat das? Zeigt uns nicht, dass der Espresso fertig ist, sondern okay, ist ein Magnet-LED-Sensor, der uns wiederum anzeigt, 3 unterschiedliche Modi. Einmal ein grünes Dauerleuchten, alles okay, wir können starten bzw. fortsetzen. Ansonsten ein rotes Blinken, ist nicht mehr genügend magnetisches Material, aber es reicht gerade noch mal so aus. Okay. Und ansonsten ein rotes Dauerleuchten. Das heißt, die Maschine schaltet auch in den Standby-Modus und schützt sozusagen den Anwender. Da ist dann Ende Gelände. Genau, richtig. Auch damit die Maschine nicht kaputt geht wahrscheinlich. Ne? Definitiv, genau. Okay. Was steckt sonst noch hinter der RBX? Zusätzliche Funktionen sind, dass ich hier den Hubbereich komplett einstellen kann. Das heißt, ich brauche hier einfach nur hinten aus der Geheimfach den Inbusschlüssel rauszunehmen, kann hier die Motoreinheit dementsprechend um 190 mm nach oben versetzen. Mhm. Zusätzlich ist im vorderen Bereich, haben wir unsere gesamten Maschinen mit sogenannten angerauten Soft-Touch-Griffen ausgestattet, die gerade eben im Alltag dem Anwender es erleichtern, mit öligen Händen zu arbeiten und ein komplettes Abrutschen verhindern. Mhm. Herr Pfeffer, was mir jetzt noch auffällt, das sehen die Zuschauer gar nicht so sehr zu Hause, weil es ist unter einem Tisch, es ist eine ganze Menge Kabel hier drunter. Ist das normal oder? Ist normal. Eine ganze Kabeltrommel ist es nicht, aber auf jeden Fall genügend, um in einem Aktionsradius von ca. 5 Metern zu arbeiten. Weil man kennt es ja gerade, entweder ist die eine Steckdose zu weit
Oder aber die Kabeltrommel viel zu kurz. Dass man gerade oben auf der Leiter steht und dann sagt man, Mist, hätte ich die doch 5 cm, die waren es noch. Normal ist, glaube ich, auch, also regulär ist, glaube ich, eher 3 Meter. 5 Meter ist schon eine Besonderheit. Richtig, auf jeden Fall. Deswegen statten wir gerade jetzt unsere Modelle mit 5 Meter aus, weil unsere Mitbewerber haben nur 3. Okay. Ich sag, man sagt so schön, grau ist alle Theorie, deswegen würde ich sagen, lassen Sie uns doch einfach mal bohren. Auf jeden Fall. Kommen wir zum interessanten Teil. Jetzt geht's los. Wir ziehen uns die Handschuhe an, setzen die Brillen auf. Mhm, Safety first gilt ja generell beim Bohren. Okay. Und wir haben hier schon mal ganz normalen Baustahl vorbereitet. Mhm, okay. Während Sie sich vorbereiten, habe ich noch eine Frage. Sie haben uns ja hier so ein schönes, so eine schöne Krater mitgebracht, so eine Kraterlandschaft. Diese ganz großen, kriegt man die auch mit der RBX hin? Auf jeden Fall kriegt man mit der RBX-Familie hin, nicht mit der RB35, aber mit den größeren Modellen, mit der RB50 und mit der RB80X. Mhm. Auf jeden Fall muss man nur eben einen größeren Kernbohrerdurchmesser wählen. Okay, so groß lassen wir es heute nicht werden. Wir sind heute ein bisschen zurückhaltender. Genau. Würde ich sagen, starten wir, ne? Auf jeden Fall. Magnet einschalten und vor allen Dingen auch den Motor. Und Sie sehen, es geht wie Butter. Sie sehen ein paar Späne, aber die sind gar kein Problem. Im Prinzip wäre es so, man hätte hier eine komplette Sauerei, weil man müsste eigentlich mit Kühlmittel noch bohren. Mhm. Haben wir aber aufgrund jetzt des Studios einfach weggelassen. Unsere gesamten Kernbohrer sind so gut, dass sie auch eine Trockenbohrung locker wegstecken können. Okay, also muss ich nicht ganz so viel sauber machen. Was mir noch aufgefallen ist, Herr Pfeffer, Sie haben es zwischenzeitlich mit einer Hand sogar bedient. Also ist das vom Kraftaufwand so gering? Geht das so locker von der Hand? Komplett locker. Vor allem die Maschinen sind wirklich mit einem großen, starken Motor ausgestattet, sodass es gar kein Problem ist bei dem Kraftaufwand. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zeigen, fürs Bohren bei uns im Studio. Gar kein Problem. Sie wollten jetzt nochmal Hand anlegen? Ich bin, glaube ich, eher der Typ fürs Kaffee trinken. Ja? Alles klar, dann laden Sie mich aber zu einem ein. Mach ich. Gerne. Okay, dann vielen Dank für Ihren Besuch. Gerne, vielen Dank. Sehr gerne und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von Werkzeug TV wiedersehen.